TV1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Nicht nur Veranstaltungen werden wegen der Corona-Krise abgesagt, sondern auch immer mehr Pressekonferenzen und Gespräche. Um uns und damit auch die Bürger weiterhin über die Maßnahmen von Bund und Länder schnell zu informieren, werden jetzt die Möglichkeiten von Telefoninterviews und Livestreams genutzt. So hielt Ministerpräsident Kretschmann zusammen mit Kultusministerin Eisenmann und Sozialminister Manne Lucher heute seine Regierungspressekonferenz via Livestream ab. Es sei die größte Herausforderung, die das Land seit langem habe, betonte Ministerpräsident Kretschmann zu Beginn der Konferenz. Das eigene Verhalten und die Umsetzung der gestern verkündeten Maßnahmen sei wohl der wichtigste Schritt im Kampf gegen eine schnelle Verbreitung des Coronavirus, so Kretschmann weiter. Für die Maßnahmen gelte folgende Faustregel: Alles, was unbedingt notwendig ist, bleibt weiterhin möglich. Dazu gehört vor allem die Gesundheitsversorgung, Ärzte, Apotheken und dazu gehört die Grundversorgung mit Lebensmitteln. Ja. Alles, was dazu notwendig ist, kann auch nach wie vor gemacht werden. Das kann mal als Faustregel gelten. Was nicht notwendig ist, das soll möglichst auf Null heruntergefahren werden. Aus diesem Grund wurde der Betrieb von Bars, Kneipen, Kultureinrichtungen und vielem mehr fürs Erste untersagt. Und das bis nach den Pfingstferien. Seit heute sind auch knapp 5000 Schulen und 8900 Kitas im Land geschlossen. Die Notfallbetreuung von Kindern, deren Eltern beide in systemrelevanten Berufen arbeiten, sei angelaufen. Im Moment lautet die Zahl der Corona-Fälle in Baden-Württemberg 1105. Sozialminister Manne Lucher verkündet während der Konferenz auch den vierten Todesfall in Baden-Württemberg. In der Politik würde man sich länderübergreifend täglich austauschen und Maßnahmen tagesaktuell anpassen. Angst vor Versorgungsengpässen müssten wir in Deutschland jedenfalls nicht haben, so Lucher, und zählt noch einmal auf, was alles geöffnet bleiben wird. Nicht geschlossen werden der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Friseure, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte sowie der Großhandel. Und für diese Bereiche werden auch Sonntagsverkaufsverbote bis auf Weiteres ausgesetzt. Wer seine Kneipe oder Laden trotz dieser angeordneten Maßnahmen offen lässt, muss auch mit Sanktionen rechnen. Sozialminister Lucher appelliert aber vor allem an die Vernunft der Menschen, die Maßnahmen gewissenhaft umzusetzen. Ein Hochwasser kommt über uns und wir können quasi nichts tun, als darauf reagieren. Wir müssen Dämme bauen und Schäden beseitigen. Hier haben wir einen ganz aktiven Part durch das eigene Verhalten, durch das bloße eigene Verhalten, die Maßnahme maximal die Entwicklung mitzusteuern, indem wir einfach aus weiterer Infektionsherd durch unser Sozialverhalten und das Einhalten der jetzigen Vorschläge mitwirken. Wer sich an die Maßnahmen halte, schütze auch sich selbst, so Lucher weiter. Trotz der Maßnahmen werde die Zahl der Infektionen im Land erst einmal ansteigen. Die Wirkung der Maßnahmen werde man laut Kretschmann wohl erst in 10 bis 14 Tagen anhand der Fallzahlen merken. Die Corona-Krise beeinflusst nicht nur Politik und Wirtschaft. Auch der Regionalverkehr in Baden-Württemberg ist von Einschränkungen durch Personalausfälle betroffen. Bei der Linie Regionalbahn 17 zwischen Bruchsal und Bretten sowie zwischen Pforzheim und Bietigheim-Bissingen fallen ab Montag bis einschließlich Freitag mehrere Fahrten aus. Auch der Bahnbetreiber Go Ahead, der unter anderem die Vilstalbahn zwischen Stuttgart und Ulm bedient, kündigt Zugausfälle, Verspätungen und verkürzte Züge an. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.